Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem neuen Video geht es jetzt darum, wie du dir mithilfe einer coolen Technik ganz einfach Abkürzungen merken kannst. Zum Beispiel irgendwelche Genmutationen, dir dazu Details einprägen kannst oder Inhibitoren und so weiter. Und ja, es ist eine ganz coole Technik, sie nennt sich Buchstaben-Zahlsystem, so habe ich sie zumindest genannt. Und damit kannst du dir ganz einfach, wie gesagt, Abkürzungen merken. Also, falls dich das interessiert, du auch öfters mal mit vielleicht Abkürzungen strugglest, schau dir auf jeden Fall das Video an. Ja, und wenn du diesen Kanal schon abonniert hast und uns schon länger folgst, dann kennst du vielleicht schon das Video dazu. Wenn nicht, schaust du dir hier oben an, wie du dir zum Beispiel Zahlen ganz einfach einprägen kannst. Eben mit dem Zahlbildsystem, das verlinke ich dir hier oben mal, da kannst du dir das Video nochmal anschauen. Falls du den Kanal übrigens noch nicht abonniert hast, gerne jetzt auch machen. Und heute möchte ich dir aber zeigen, nicht wie du dir Zahlen ganz einfach einbringen kannst, sondern eben auch zum Beispiel Buchstaben oder dann eben auch Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen. Das Prinzip ist sehr ähnlich, aber ich möchte dir es nochmal ja anhand ein paar Beispiele näher bringen, wie du dann eben dieses System in Kombination dann auch mit dem Zahlbildsystem ja dir einfach gut solche Abkürzungen einbringen kannst. Ja, das Prinzip ist ganz einfach. Beim Buchstabenbildsystem wandeln wir wie beim Zahlbildsystem oder bei anderen Lerntechniken die abstrakten Dinge meist oder prinzipiell in Bilder um. Auch bei Buchstaben oder Abkürzungen bestehen ja dann meistens aus verschiedenen Buchstaben und wandeln dann eben diese einzelnen Buchstaben in Bilder um. Und mit diesen Bildern bilden wir dann vielleicht eine kleine Merkgeschichte oder legen diese Bilder in einem Gedächtnispalast ab. Wenn du nicht weißt, was ein Gedächtnispalast ist, verlinke ich dir auch das entsprechende Video dazu. Und so kannst du dann dir mithilfe von solchen Bildern dir viel einfacher solche Abkürzungen einprägen. Kleines Beispiel, ein A, der Buchstabe A, dafür könntest du dir zum Beispiel ein Bild vorstellen, vielleicht ein Zelt. Das Zelt hat so eine ähnliche Form wie ein A, also könntest du dir anstatt diesem relativ abstrakten Buchstabe A ein Zelt vorstellen. Oder für C könntest du dir vorstellen, C hat die Form von einem Boomerang, stellst dir einen Boomerang dafür vor. Und so kannst du, wie beim Zahlbildsystem, wo wir ja für jede Ziffer ein Bild uns überlegt haben, könntest du dir für alle Buchstaben auch ein passendes, entsprechendes Bild überlegen. Und da kannst du so vorgehen, dass du dir überlegst, okay, an was erinnert mich dieser Buchstabe? Oder an was erinnert dich die Form? Wie bei dem C erinnert dich die Form an Boomerang. Oder du gehst anders vor, alternativ, dass du sagst, okay, ein E erinnert dich an einen Esel, weil E eben der erste Buchstabe vom Begriff, vom Bild Esel oder vom Tier ist. Und so kannst du dir mal alle Buchstaben für dich durchgehen und dir überall Bilder zu überlegen. Falls du dir die Arbeit nicht machen möchtest und dich von mir inspirieren lassen möchtest, kannst du unten dir gern das Dokument runterladen, wo dieses Buchstaben-Bildsystem ja, du dir runterladen kannst, dich eintragen kannst, dann bekommst du das geschickt. Du kannst dann entweder diese Bilder übernehmen, kannst Bilder austauschen, ergänzen, kannst dein eigenes System erstellen, wie auch immer. Genau, also das ist die Grundlage, dass man sich für jeden Buchstaben mal ein entsprechendes Bild ja, überlegt. Und wie du schon weißt, wenn du uns auch schon länger folgst, wir können uns einfach Bilder und deswegen nutzen wir dieses System einfach Bilder viel, viel besser merken als irgendwelche abstrakten Zahlen. In unserem Fall jetzt eben die Buchstaben, wo man sich eben sehr schwer tut und mit so einem System sich die dann einfach einbringen kann. Jetzt aber ein paar Beispiele, dass das noch ein bisschen ja, anschaulicher wird, wie man das jetzt wirklich anwenden kann an medizinischen Sachen. Ja, und vielleicht noch vorab, du kannst das System natürlich nicht nur für Abkürzungen, die aus mehreren Buchstaben und Kombinationen mit Zahlen und so weiter bestehen, sondern du kannst es auch natürlich nur für einzelne Buchstaben hernehmen, wo irgendwie relevant sind. Zum Beispiel bei den Immunglobulinen gibt es ja IgG, IgE, IgA und so weiter. Und dann würde ich jetzt nicht das I, das G und das E bei IgE zum Beispiel mir für jeden dieser Buchstabenbild überlegen, sondern nur für den Buchstaben, der sich eben bei den anderen oder bei den ganzen Begriffen unterscheidet. Also das IgA würde ich mir nur das A verbildlichen, bei IgE eben nur das E. Und da könntest du es dann so machen, wenn du alle Details zu dem IgE zum Beispiel dir einprägen und wissen möchtest, dann könntest du sagen, okay, IgE, ich verbildlich dieses E, den Buchstaben E. Das könnte von der Form her vielleicht ein Kamm sein oder in dem anderen Beispiel, was ich vorhin schon dir genannt hatte, könntest du dir E wie Esel vorstellen. Und dann nimmst du dieses Bild, wo du dir zu dem Buchstaben überlegt hast und wandelst dann die Lerninhalte, Details, was du dazu noch wissen möchtest, auch in Bild um und verknüpfst damit dann oder bildest dir damit eine kleine Geschichte. Auch hier wieder, wie in anderen Videos schon zigfach erwähnt, je verrückter, je lustiger, je mehr Emotionen und Sinne damit reinspielen und du dir das je kreativer, verrückter ausdenkst, umso besser, schneller und eben auch langfristiger kannst du dir dann deine kleine Geschichte merken. Und so hast du dann zum Beispiel eine Geschichte zum Esel meinetwegen,
Oder IGA ist ein Zelt, machst du dir eine kleine Geschichte um dieses Zelt herum, was vielleicht im Zelt passiert, was außenrum passiert. Und wenn du dann irgendwie in der Prüfung was zu beiden sagen musst oder die unterscheiden musst, kannst du deine Geschichte durchgehen und weißt ganz genau und verwechselst es nie wieder. Okay, das eine ist passiert in der Eselgeschichte und das andere im Zelt, also war das eine IGE, das andere IGA. Also schon mal so ein kleines Anwendungsbeispiel, wie du eben auch so Lerntechniken mit der Geschichtenmethode, was ich gerade erklärt habe, so eine kleine Geschichte darum knüpfen kannst oder die ausdenken kannst, in Kombination mit diesem Buchstaben-Zahlsystem. Genau, dann gibt es ja auch verschiedene Begrifflichkeiten, die aus Buchstaben und Zahlen ja eine Kombination darstellen, zum Beispiel beim Immunsystem oder CD20 und so weiter, gibt es ja viele so Abkürzungen, sage ich mal. Zum Beispiel CD20 könntest du dir überlegen, CD klingt vielleicht, erinnert dich an eine CD, also könntest du dir so eine Disc, eine CD vorstellen, anstatt dass du wirklich jeden Buchstaben des C verbildlichst, des D verbildlichst und so weiter. Die 20 könntest du dir dann so überlegen, 2 ist ja bei unserem Zahlbildsystem, wie gesagt, Video findest du da oben. Die 2 ist so geformt wie ein Schwan oder ein Geier. In unseren Videos verwenden wir immer den Geier. Und der vielleicht ein faules, stinkendes Ei legt, das riesengroß ist und es sich plagt beim Eierlegen. Und dann hast du dir auch die 0 für 20 gemerkt. Und dann könntest du dir vorstellen, die CD wird vielleicht ja vom Geier gefressen und der frisst die und dadurch legt er ein Ei. Und dann geht die Geschichte mit dem Ei, da schlüpft vielleicht was aus dem Ei weiter mit den Details, was du dir zu CD20 irgendwie einprägen möchtest. Ja, dann vielleicht noch ein bisschen komplizierteres, komplexeres Beispiel. Es gibt ja den IL-5-Inhibitor. Und du möchtest dir vielleicht einprägen, zu was oder wann der zum Einsatz kommt. Wann es da eine Indikation gibt, damit man den gibt, anwendet und so weiter. Und da ist es so, da könntest du dir jetzt auch erstmal wieder überlegen, okay, IL-5-Inhibitor, da würde ich mir das IL und die 5 verbildlichen. Also I könnte vielleicht einfach so ein Strich sein, könnte ein Zauberstab sein, meinetwegen Harry Potter. L hat die Form vielleicht wie von so einem Golfschläger. Und dann könntest du dir erstmal überlegen, okay, ich zauber mir vielleicht mit meinem Zauberstab einen Golfschläger hervor. Der kommt vielleicht oben aus dem Zauberstab herausgeschossen. Und dann verknüpfst du das Ganze mit der Hand. Da kannst du dir auch wieder irgendwas überlegen, vielleicht der Golfschläger, der rauskommt, mit dem schlägst du anstatt auf einen Ball eine Hand oder schlägst so stark, dass es die Hand mit abreißt und wegfliegt. Und dann würde ich diese kleine Geschichte mit dem Zauberstab, Golfschläger und der Hand weiter verknüpfen und weiter mir eine Geschichte überlegen zu den ganzen Sachen, die du dir im Detail dazu noch zu diesem Inhibitor einprägen möchtest. Zum Beispiel die Indikation. Ja, und das wäre eben zum Beispiel der Fall bei eosinophilen Erkrankungen. Und dann könntest du dir irgendwie noch ein Bild zu eosinophil überlegen. Vielleicht, eos sind da viele Leute irgendwie da und du schlägst mit dem Golfschläger die Hand und das sind überall Massen, die herumstehen und dir zujubeln, weil du hier Golf spielst oder so stark Golf spielst, dass dir die Hand wegfliegt. Und so eosinophil und viel klingt vielleicht wie sind da viele Leute. Und könntest dir das so vorstellen, die sind vielleicht auch irgendwie alle krank, die zuschauen und husten. Und so kannst du dir merken, okay, IL-5-Inhibitor bei eosinophilen Erkrankungen. Und so kannst du es weiter ausschmücken, die kleine Geschichte. Die Leute, die da draußen herumstehen, verknüpfst du dann vielleicht mit dem Medikament, das eben einen IL-5-Inhibitor darstellt und so weiter. Das jetzt weiter auszuführen, wird, glaube ich, den Rahmen jetzt sprengen. Aber ich glaube, du hast das Prinzip verstanden. Wie gesagt, schau erst, was möchte ich verbildlichen? Was ist vielleicht der Unterschied, das Wichtige an der Abkürzung, wie beispielsweise IGA, IGE, da wirklich nur den Buchstaben ja verbildlichen, der relevant ist. Ansonsten dann diese Bilder hernehmen und dann mit den Lerninhalten ja verknüpfen, eine kleine Geschichte sich überlegen, wenn das irgendwie 20 Details sind, die du dazu dir einprägen möchtest, dann würde ich auch lieber einen Gedächtnispalast bauen und die Bilder, anstatt in eine Geschichte zu verpacken, in meinem Gedächtnispalast ablegen. Ja, und jetzt gibt es vielleicht noch den Fall, dass du eine Abkürzung hast und einfach nur wissen möchtest, für was diese Abkürzung steht. Und da kannst du es ganz genauso machen. Du wandelst die Abkürzung in Buchstaben um und verknüpfst es dann mit der eigentlichen Bedeutung oder für was diese Abkürzung eben einem im eigentlichen Sinne steht. Ich hoffe, ich konnte jetzt mithilfe dieser paar kleinen Beispiele einfach zeigen, wie man so ein System anwenden kann. Es gibt zig Anwendungsmöglichkeiten. Manchmal möchten wir auch Genmutationen sich einprägen, für was die verantwortlich sind, bei welcher Krankheit die auftreten und so weiter. Und wie du auch siehst, du kannst es auch mit Zahlen, mit Inzidenzen dann noch kombinieren, verknüpfen. Da kannst du dich ja ganz kreativ ausleben, wo du das dann alles anwendest. Aber ich glaube, ich konnte dir mal so einen kleinen Input geben,
wo das einfach Sinn macht, ja, zu nutzen und anzuwenden. Und wie gesagt, hol dir gern das Buchstaben-Bildsystem, lad es dir gern runter, ergänzt es, überleg dir deine eigenen Bilder. Wenn du es einmal angelegt hast, ja, kannst du es immer verwenden. Du musst es ja nicht alles auswendig dir einprägen, die ganzen Buchstaben, sondern schau einfach, welche Assoziation du mit dem Buchstaben hast, wie sieht der Buchstabe aus, was assoziierst du damit, nimm dann die Bilder und dann musst du es nicht wirklich auswendig lernen, sondern ist es für dich automatisch klar und logisch, für welchen Buchstaben du welches Bild verwendest. Dann noch ein kleiner Tipp für den Alltag, du kannst dir mit diesem System natürlich auch zum Beispiel Autokennzeichen bei Autos, Nummernschilder und so weiter einprägen oder Passwörter, dass du dir sagst, was ich bei Login-Daten, du hast da ein komplizierteres Passwort dir überlegt aus Buchstaben und Zahlen, dann kannst du das auch einfach so verbildlichen, dir für dein Passwort eine kleine kurze Geschichte überlegen, das vielleicht irgendwie mit dem Logo von deiner Homepage oder was auch immer, wo du den Login brauchst, verknüpfen und weißt dann, ach ja, da habe ich mir doch an dem Logo dir die Geschichte überlegt. Ach ja, mein Passwort muss dann eben so und so lauten. Da noch der Tipp auch, es ist ja manchmal vielleicht von Bedeutung, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben. Dann kannst du dir entweder immer was überlegen. Vielleicht auf dem Zelt sitzt dann Riese, dann weißt du, okay, es war ein großes A. Oder es war ein kleiner Zwerg, der aus dem Zelt rausgegangen ist, dann weißt du, es war ein kleines A. Ich habe das meistens mir gar nicht so die Mühe gemacht. Ich habe mir es meistens dann so vereinfacht vorgestellt, dass ich gesagt habe, wenn es ein großer Buchstabe war, habe ich mir ein großes, übertrieben großes Zelt vorgestellt. Und wenn es nur ein kleines war, ein ganz kleines. Und so kannst du dann mit allen Bildern auch machen, wenn es eben Groß- oder Kleinbuchstaben gibt. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du sagst, oh, das probierst du mal aus, lass gerne einen Daumen nach oben da. Schreib mir gerne auch in die Kommentare, wie dir solche Videos gefallen haben. Ob du die Lerntechnik in Zukunft mal ausprobieren möchtest, ob du vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht hast. Ja, und du kannst Happy Bookcampus oder auch mich einfach ja, damit unterstützen, ganz kostenlos ein Abo dalassen. Und falls du kein Video mehr verpassen möchtest, klick aufs Glöckchen, aktiviere das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es neue, weitere Tipps, Lerntechniken und eben solche Videos, auch Merkvideos und so weiter hier auf unserem Kanal gibt. Genau, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Lernen, besonders beim Lernen von Abkürzungen und so weiter. Und wünsche dir alles Gute weiterhin. Mach's gut, ciao.